Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu diesem Mittwochsvideo. Es gab ja auf mein letztes Video, Blindreiten, ein Selbstexperiment, viele Reaktionen. Unter anderem hat sich auch Björn wieder an mich gewendet. Wie jetzt wieder und wer ist das überhaupt? Björn hat mich letztes Jahr schon über Facebook angeschrieben. Er reitet auch Western und ist aber vollständig blind. Seit Juni 2017 ist er nun bei der EWU Hamburg-Schleswig-Holstein im Team Freizeit- und Breitensportbereich und hat dort den Bereich Reiten mit Handicap etabliert sozusagen. Seine Intention ist, dass er gerne Turniere reiten wollte und das nicht nur in einer Insellösung, wie er selber sagt, wie das zum Beispiel bei den Para-Western-Reitern die Möglichkeit ist. Das ist also ein eigener Verein, die auch eigene Turniere machen und er wollte aber gerne auf den ganz normalen Turnieren mit allen anderen Menschen zusammen starten und das hat er tatsächlich auch geschafft und das macht er tatsächlich auch. Und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle geht das, wenn man einfach gar nichts mehr sieht? Und ich habe mich mit ihm 2 Stunden jetzt am Montag mit ihm darüber unterhalten und ich muss sagen, man muss halt kreativ werden. Es geht sehr, sehr viel übers Gehör und über Geräusche zur Orientierung. Zum Beispiel arbeitet er mit sogenannten Callern, die also auf dem Platz an verschiedenen Punkten ihm zurufen, eben wo er dann hin muss, damit er sich orientieren kann. Oder aber auch über Lautsprecher, die an Pylonen zum Beispiel befestigt werden, die verschiedene Töne von sich geben und an diesen Tönen orientiert er sich dann. Oder aber auch über eine Headset-Lösung, dass jemand von außen ihm hilft und dirigiert, je nachdem eben wie schwierig die Aufgabe ist und da muss man sich jedes Mal neu überlegen, wie man das Ganze löst. Fand ich super spannend. Er ist sogar ein Pas de Deux mitgeritten. Da könnt ihr hier mal reinschauen. Er hat mir nämlich ein Video davon zugeschickt. Und was da so klingt, das sind diese verschiedenen Töne, die auf dem Platz verteilt wurden. Einmal auf X und auf der jeweils auf der Zirkelmitte, an denen er sich dann orientieren konnte. Und er hatte auch noch einen Helfer, der ihm hier zum Beispiel zugerufen hat, dass er das ein bisschen korrigieren muss. Und nichts weiter. Daran konnte er sich orientieren. Mit diesem Pas de Deux hat er sogar den 2. Platz belegt auf diesem Turnier. Also großen Respekt. Einfach, ich bin begeistert, dass das funktioniert, dass das geht und ich finde, das macht unheimlich viel Mut. Es nimmt einem so ein bisschen vielleicht die Angst, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die davon betroffen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass das viel Kraft gibt und auch Mut, die Dinge anzugehen und Lösungen zu finden und dass man da auch wirklich auf Menschen stößt, die einem dort helfen wollen, unterstützen wollen. Deswegen alle Links unten in der Infobox. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Einblick, den ich jetzt unbedingt mit euch teilen wollte. Für alle, die das interessiert oder die vielleicht betroffen sind, weil sie eine schwere Sehbehinderung haben oder die vielleicht wirklich vor dem Problem stehen, dass sie bald erblinden, den möchte ich ans Herz legen. Schaut bei der Hansepferd vorbei. Die ist vom 20. bis 22. April. Ist also bald. Dort ist er bei dem Stand der EWU. Ich blende euch das hier alles nochmal ein und es ist auch unten nochmal alles verlinkt. Aber von 13 bis 16 Uhr könnt ihr ihn dort treffen und euch mit ihm unterhalten, ihn Fragen stellen und alles, was euch eben interessiert, könnt ihr ihn fragen. Er ist wirklich ein sehr lieber und sehr offener Mensch. Ich durfte gefühlt alles fragen und mich hat das wirklich sehr fasziniert. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Kann ich also wirklich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wer vielleicht nicht die Möglichkeit dazu hat, dorthin zu gehen, der kann ihn auch sehr gerne per Facebook oder per E-Mail anschreiben. Ja, schreiben ist kein Problem, er lässt sich das Ganze vorlesen. Schreibt ihn also gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Und ihr könnt auch bei mir auf meinem Instagram-Account, habe ich seinen Instagram-Account auch verlinkt, da könnt ihr euch das auch mal ein bisschen angucken. Ihr könnt ihn auch auf Facebook finden unter Björn und Altai, Riding on Invisible Trails. Schaut da gerne vorbei. Es ist wirklich auch für die, die eben nicht betroffen sind, sehr spannend und interessant. Ich bin selber leider nicht auf der Hansepferd, aber ich habe mir fest vorgenommen, ihn dieses Jahr auch auf einigen Turnieren zu begleiten, auf
Eins versuche ich jetzt gerade, da die Planung dafür fertig zu machen. Da sage ich euch auch gerne Bescheid, wenn ihr da vorbeischauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das wird alles so im Bereich Schleswig-Holstein stattfinden. Wenn ihr jetzt hier jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte sie, soweit ich kann, gerne oder leite sie eben weiter. Wenn ihr dieses ganze Thema Reiten mit Handicap hier weiter auch auf dem Kanal sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich werde Björn auf jeden Fall noch weiter begleiten. Und hier könnt ihr euch noch ein anderes Video angucken oder noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr weiter verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!